die Kurzwelle Kindernachrichten mit Lena. Heute mit folgenden Themen. Weltraumteleskop am Zielort angekommen. Maske nicht schädlich beim Lernen. Und neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Washington DC. Das James Webb Teleskop hat am Dienstag sein Ziel im Weltall erreicht. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Das Teleskop war dafür einen Monat durchs Weltall geflogen. Es befindet sich derzeit knapp 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Viermal so weit weg wie der Mond. Das Teleskop wurde knapp 30 Jahre lang entwickelt. Es ist so groß wie ein dreistöckiges Haus. Das Weltraumteleskop soll Aufnahmen von Sternen machen können, die noch kein Mensch jemals gesehen hat. Mit ersten Bildern wird im Sommer gerechnet. Bochum. Einer Studie zufolge können Kinder mit Maske gut im Unterricht lernen. Zu diesem Ergebnis kamen Forschende des Universitätskinderklinikums Bochum. Insgesamt nahmen 133 SchülerInnen im Alter von 11 bis 14 Jahren von einer Gesamtschule in Gelsenkirchen an der Studie teil. In den ersten beiden Stunden mussten alle Kinder eine Maske tragen. Danach wurden sie für 2 weitere Stunden in Gruppen geteilt. Eine Hälfte trug Maske, die andere Hälfte nicht. Danach machten die Kinder einen Leistungstest. Die Ergebnisse zeigten keine großen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Mekong-Region. In Südostasien sind 224 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt worden. Das zeigt ein Bericht der Naturschutzorganisation WWF, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Tiere und Pflanzen gibt es wahrscheinlich schon länger. Bisher waren sie den Forschenden aber nicht bekannt. 2020 haben sie in der Mekong-Region unter anderem 35 Reptilien, 155 Pflanzen und ein Säugetier entdeckt. Bei dem Säugetier handelt es sich um einen Popa-Languren, eine Affenart, die schon als ausgestorben galt. Die gute Nachricht. Bayern hat 15 neue fahrradfreundliche Kommunen. Damit hat die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen e.V. jetzt 93 Mitglieder. Den Titel dürfen die Neuzugänge nun 7 Jahre lang tragen. Danach werden sie erneut auf ihre Fahrradfreundlichkeit geprüft. Die Stadt München wurde dieses Jahr erneut geprüft und gilt weiterhin als fahrradfreundlich. Das Wetter. Die nächsten Tage werden windig bei Temperaturen bis zu 8 Grad. Es kann zu Regen und Schneefall kommen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken.